Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausführung der Game News. Nachdem das erste Video gut angekommen ist, aber ich noch das ein oder andere verbessern wollte, habe ich die Präsentation etwas verändert. Bitte lasst gern euer Feedback da und drückt den Like-Button, sofern euch das Ganze zusagt. Nun aber die Themen. Spielerschwund bereitet Anthem Probleme. Anthem hat aktuell ein merkliches Gameplay-Problem, denn dem Loot-Shooter scheinen langsam die Spieler auszugehen. Dadurch ergeben sich Probleme für den Matchmaker und dadurch die Zeit der Gruppensuche. Aber nicht nur das ist eins der Probleme, die Anthem aktuell hat, denn die bestehenden Spieler vernachlässigen die Schwierigkeitsstufe Grandmaster 2 und Grandmaster 3, um lediglich den leichteren Grandmaster 1 zu farmen. Nicht nur, dass dieser schneller erledigt ist, er wirft auch noch besseren Loot ab oder mehr Loot ab. Und das ist natürlich ein Problem, das BioWare schnellstmöglich angehen sollte. Apex vs. Cheater. Es ist bekannt, dass gerade in Shootern gerne und häufig gecheatet wird. Auch Apex Legends bleibt hiervon nicht verschont. Scheinbar gelingt Respawn dies aber recht gut, denn es wurden mittlerweile über 770.000 Spieler ausgeschlossen und 300.000 Accounts gebannt. Zudem wurden in den vergangenen 20 Tagen über 4.000 Accounts geschlossen, über welchen Cheats verkauft wurden. Auf dem PC konnten die von Cheats betroffenen Matches um über die Hälfte im letzten Monat reduziert werden. Auch minimale Änderungen wie zum Beispiel den Zielverhalten können nun erfolgreich vom Algorithmus erkannt werden. Dies war bis vor kurzem gar nicht das möglich. Und damit scheint Respawn hier gute Arbeit zu leisten, um Apex Legends weiterhin auf die Siegerstraße zu führen. Avengers Endgame mit Rekordstart. Die Erfolgswelle von Avengers ist phänomenal, denn man konnte am Startwochenende ein Traumergebnis erzielen und damit einen neuen Rekord aufstellen. Mit 1,209 Milliarden Dollar ist Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten am Startwochenende und gleichzeitig hat diese Hürde noch keinen Film vorher knacken können in dieser Zeitspanne. Damit ist nur eine Frage der Zeit, bis Endgame den bisherigen Spitzenreiter Infinity War im Marvel-Universum überholen kann, welcher gesamt 2,048 Milliarden Dollar einspielen konnte. Also, das dürfte wohl nicht mehr lange dauern, bis das erledigt ist. Blizzard sagt Gamescom 2019 ab. Einen großen Verlust muss die Gamescom dieses Jahr hinnehmen, denn mit Blizzard ist einer der größten Stände der letzten Jahre überhaupt nicht auf der Gamescom 2019 vertreten. Scheinbar gibt es bei Blizzard keinerlei besonderen Ankündigungen und dadurch haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, lediglich den Gearshop vor Ort zu belassen. Dies ist allerdings keine allgemeine Absage für die Zukunft, denn Blizzard direkt mitgeteilt und hier zitieren wir: Man freue sich darauf, in Zukunft wieder mit einem Stand auf der Gamescom vertreten zu sein. Also, nur eine der Frage der Zeit, bis wir sie wohl wieder sehen werden. Guardians of the Galaxy 3. Wer schon sehnsüchtig auf Guardians of the Galaxy wartet, der sollte nun aufhorchen. Denn möglicherweise wird der Drehstart für den dritten Teil noch im Laufe des Jahres 2020 beginnen, wie The Hollywood Reporter berichtet. Aktuell hat man erst 2021 mit dem Drehstart für die Recken rund um Star-Lord und Groot gerechnet. Die Spannung ist noch nichts weiter bekannt und daher wird es spannend zu sehen, wie es offiziell nach Marvels Avengers weitergeht. Razer Ghost Toaster. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Hersteller Razer, der eigentlich für PC-Peripherie bekannt ist, hat angekündigt, einen Toaster herzustellen. Ging alles vor über 5 Jahren mit der Facebook-Gruppe Give Us the Razer Toaster. Auf diese Albernheit hat der Razer-Chef Min Liang Tan geantwortet, dass die Arbeit daran losgeht, sobald die Gruppe 1 Million Likes hat. Die Gruppe schafft es auf zumindest 44.000 Likes, aber dadurch, dass 12 Tattoos mit Razer-Toaster entstanden sind, hat dieser die mit 100.000 Likes angerechnet und damit ist das Ziel sozusagen geschafft. Wann der Toaster marktreif sein wird, ist indes noch unbekannt, aber es wird bald ein Razer-Branding-Toaster geben. Nächster Schlag für Steam. Steam bekommt den nächsten Haken im Kampf um die Plattformkrone, denn Epic hat Psyonix aufgekauft. Das Studio ist natürlich bekannt für Rocket League. Das Spiel soll noch 2019 im Epic Store erscheinen. Ob es damit von Steam verschwinden wird, ist indes noch nicht verkündet worden. Allerdings müssen Besitzer auf Steam nun keine Angst haben, denn zukünftige Updates und DLCs werden auch weiterhin über Steam veröffentlicht werden. Ryzen 3000 Spezifikationen. Ein chinesisches Technikportal soll Neuigkeiten zu den neuen CPUs erhalten haben. Samples der Ryzen 3000 sollen ca. 15% mehr Leistung pro Takt haben gegenüber den aktuell bestehenden Ryzen 2000 CPUs. Das würde bedeuten, dass die CPUs mit bis zu 4,5% im Boost takten. Wie viel Kern ist leider noch nicht bekannt, aber damit geht das Rennen gegenüber Intel natürlich in eine neue Runde. Sonic Trailer.
Endlich geht allen älteren Nerds das Herz auf, denn mit Sonic kommt eine der ältesten Spielikonen ins Kino. Der Trailer zeigt schon einmal deutlich, in welche Richtung der Film gehen wird. Auch mit Jim Carrey sehen wir einen alten Bekannten endlich wieder im Kino. Einzig das Aussehen von Sonic sorgt für Ärger, aber bemerkenswerterweise hat der Regisseur sich via Twitter dem Thema schon angenommen und bestätigt, dass der Look noch einmal überarbeitet werden soll. Im November soll der Film dann direkt auch schon im Kino starten. Star Citizen Alpha 3.5 mit Freeplay. Für alle, die unbedingt mal in Star Citizen reinschauen wollten, ist nun die Zeit gekommen. Denn mit der Alpha 3.5 gibt es bis zum 8. Mai noch ein Free-Fly-Event, mit welchem ihr 5 Raumschiffe Probe fliegen könnt. Außerdem sind über 30 verschiedene Missionstypen enthalten, man kann 10 Monde bereisen und weitere Schauplätze besuchen. Mit Alpha 3.5 wurde mit Arcorp ein neuer Planet eingeführt, dessen Oberfläche fast vollständig von einer Stadt eingenommen wird. Spieler können auf Arcorp die Plätze und engen Gassen von Area 18 bereisen, der Hauptlandezone des Planeten. Star Wars Trailer 9 endlich auf Deutsch. Der offizielle Trailer zu Star Wars 9 ist nun auch endlich auf Deutsch erschienen und damit wurde ebenfalls der Titel für den letzten Teil der Saga bekannt gegeben. Im Englischen hört der Film auf den Namen The Rise of Skywalker. Im Deutschen ist der Titel Der Aufstieg Skywalkers. Für alle, die schon die Tage zählen, ihr müsst euch nur noch knapp 7 Monate gedulden. Am 19. Dezember erscheint der Film endlich bei uns in den Kinos und dann wissen wir, wie das Ganze zu Ende gehen wird. U-Boat nun im Early Access. Seit dem 30.04. ist der U-Boot-Simulator namens U-Boat nun im Early Access erhältlich. Wer das Spiel noch bis 7. Mai kauft, erhält einen 15% Rabatt und zahlt damit 21,24 statt den üblichen 24,99 Euro. 75 der 1210 User-Wertungen sind größtenteils positiv und damit könnte wohl ein Abstecher in die Untiefen der Meere durchaus für Spaß sorgen. Bis 2020 will man den Early Access verlassen und bis dahin eine vollwertige Story, neue Schiffe und Flugzeugtypen einfügen und auch der Modding-Support soll gewährleistet sein.